Dir doch Stahl gebracht. Wo finde ich Stahlstücke? Wo finde ich diese Stahlstücke? Du dürftest sie bereits haben. Sieh dir an, was du den Groms abgenommen hast. Hau deine Trophäen in Stücke und du wirst genug Stahl haben. Gibt's nicht mehr Quizdialoge? Kannst du mir Steines sagen, bevor wir damit durch sind? Ist gut so, Karis. Ich habe verstanden. Bringst du KS 5 Stahlstücke, falls du nicht genug Stahl hast, versuche es damit vorhandene Waffe in ihre Bestandteile zu zerlegen. Hast du die Ja, habe Stahlstücke? ich. Noch Hä? nicht. Du hast wohl Wichtigeres zu Ich hab doch tun. 5 Stück. Ist gut so, Karis. Ich habe Das verstehe ich verstanden. jetzt gar nicht. Ich hab doch 5 Stahlstücke. Die waren doch in der Truhe, oder nicht? Oder waren das nur 4? Oh oh. Allgemeines Inventar. Ach, Dietriche. Wo ist denn der Stahl hin? Magie. Waffen und Rüstungsgegenstände. Wo ist denn der Stahl? Da ist doch der Stahl, aber wieso habe ich nur einen? Ach, ich hatte keinen Platz mehr eben. Deswegen konnte ich den Stahl nicht aufheben. Dann müssen wir mal zurücklaufen. Ich habe schon eine Idee. Wir legen einfach die Schwerter, die wir nicht brauchen, in die Kiste. Finde das eine gute Idee. So. Jetzt sind wir doch schon richtig. Ups, wollte doch gar nicht springen. Ich wollte hier die Kiste öffnen. Wir legen jetzt einfach den St ja, ich habe doch den Stahl hier rausgenommen. Ach, so geht es. Ich wollte schon sagen, ich habe doch den St 4 Stahlstücke. Das heißt, einer fehlt uns noch. Bastardschwert. Steht auch nicht dabei, was da alles drin ist. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eins der Schwerter, die wir schon aufgesammelt haben, von Kroms kaputt machen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber vielleicht finden wir es unten in der Schmiede raus. Zack. Schnell wieder hier runterjumpen. Und einmal in die Schmiede bitte. Gucken, ob wir uns hier irgendwas wegnehmen dürfen. Ist hier ein Amboss. Oh, der hat uns ja noch nicht gezeigt, wie das geht. Boah, das sieht heiß aus. Eins der anderen Sachen in seine Bestandteile zu zerlegen. Oh, wie funktioniert das? Schmieden zerlegen. Ja, einmal Stahl. Genau, das war das, was wir brauchten. Hast du Ja, die habe ich. Stahlstücke? Sicher, hier sind sie. Aber was soll ich denn damit? Behalte sie. Du solltest damit etwas aus deinem Besitz Okay. aufwerten. Gut, dann lass uns weitermachen. Steine also, davon gibt es mehr als genug in Antalor. Was uns heute interessiert, sind vor allem die magischen Steine. Muss man viel von Magie verstehen, um sie zu benutzen? Nein, sie zählen zu den wenigen Dingen, die auch funktionieren, wenn man kein Magier ist. Sie wirken sich einfach positiv auf deine Waffen oder Rüstungen aus. In der Regel Geil. jedenfalls. Aber wie? Werte deine Waffe auf die richtige Weise auf, dann wirst du die Stelle sehen, an welcher du den Stein anbringen kannst. Hört sich wirklich nützlich an. Ha, das ist es auch. Tatsächlich kannst du noch viel mehr mit den Steinen anstellen, wenn du genug von ihnen gefunden Und hast. wo? Spann mich nicht auf die Folter. Spann mich nicht auf die Folter. Es gibt nur wenige, die wissen, was ich dir jetzt verraten werde. Selbst Rotarius hatte keine Ahnung. Es war in gewisser Weise Zufall, dass ich darauf gestoßen bin. Vielleicht war es auch kein Zufall. Ich nehme an, man muss mehr als ein Zauberer sein. Man muss sich darauf verstehen, auf den Grund der Dinge zu Okay. sehen. Ja, aber jetzt spuck's schon aus. Ich spreche vom Geheimnis der verbundenen Steine. Einmal habe ich welche erhitzt und eine Weile zusammen liegen lassen. Als ich zurückkam,
waren 5 von ihnen miteinander verschmolzen. Verstehst du? Statt der 5 Steine lag ein größerer da. Und seine Wirkung war mächtiger als die Summe der Einzelwirkungen. Das heißt also, wenn ich 5 Steine habe, kann ich sie zu einem einzigen mächtigen Stein zusammenfügen? So ist es. Jetzt kennst du das Geheimnis und kannst es für deine Zwecke nutzen. Also, wenn du noch mehr erfahren willst, dann frag nur. Ja, zeig her, was du hast. Gib mir nur einen Moment. Ich muss alles Nötige vorbereiten. Okay, mal schauen, was er so hat. Ein Reisehut. Auch nicht schlecht. Ein Zauberhut, wie bei Gandalf. Die anderen Sachen haben wir schon alle. Machete könnten wir ihm selbst verkaufen. Lederköcher. Robuster Köcher. Mal gucken, ob man die Zeile auch wieder zusammenfügen kann. So aufwerten, verdoppeln, wie das im ersten Teil ging. Wir verkaufen ihm erstmal dieses alte Hemd. So, dieses Totenschild. So, wir brauchen ja ein bisschen Kohle. Den Spalter, der macht... Wie viel Schaden macht er denn? Ich muss mal gucken. Gewicht 2. Macht 7 Schaden scheinbar. Ja, hier, das können wir noch hergeben. Ja. So, lassen wir es erstmal. Oder hier die Hose können wir noch wegtun und die Stiefel noch. So, und das sind ja die Sachen, die wir am Anfang anhatten. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Nee, lass mal. Warum nicht? Wie man hört, wirst du einige Zeit durch Antalor reisen. Ja, das stimmt. Worauf willst du hinaus? Hast du jemals vom Runenstein der Orks gehört? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ein uraltes Artefakt. Der Legende nach hat es seine fantastische Form von Yatolen persönlich erhalten. Nortar ist ziemlich viel unterwegs und vor kurzem hat er ein Gerücht aufgeschnappt. Der Runenstein soll sich in der Nähe der Savanne befinden. Savanne? Auf der Insel Erinus. Was für eine Savanne? Vielleicht hast du ja Lust, danach Ausschau ich weiß, zu halten. Der Stein. Warum ist dir daran so gelegen? Ich würde ihn einfach gerne in Händen halten. Ihn bearbeiten. Seinen alten Glanz wiederherstellen. Okay. Das ist alles. Das hört sich interessant an. Ja gut, hört sich interessant an. Großartig! Sag mir Bescheid, wenn du dieses Artefakt gefunden hast. Ja, gerne. Ding. Bis bald. Finde den Runenstein der Orks. Aber gerne doch. Können wir gerne für den netten Orkschmied mit erledigen. Jetzt müssen wir erstmal hier Dingens wieder suchen. Die nette Dafa? Keine Ahnung, wo die hingelatscht ist. Laufen einfach mal wieder hier hoch. Dafa? Bist du noch da? Verschlossen? Verschlossen. Wo ist denn Dafa hin? Die muss doch hier oben irgendwo sein. Dafa? Ah. Hier steht der Schamane, wo ist doch... Da bist du ja. Die Prophetin will, dass ich dir das hier gebe. Was hast du, Digga? Was ist das? Ein Teleportstein. Rate mal, wozu er gut ist. Wie funktioniert er? Mit dem Stein kannst du jeden Teleport ansteuern, den du schon einmal besucht hast. Oder zu dem du eine Verbindung hast. Du kennst doch den Teleport, über den du in unserem Lager gelandet bist. Nun, ich habe ihn mit dem Port in meiner Kammer verbunden. Im Moment kannst du nur diese beiden benutzen. Ach, klingt einfach. Ist es auch.
erhalten Teleportstein. Das kennen wir schon aus dem ersten Teil. Dass die Prophetin, aber wo ist da vorhin? Keine Ahnung. Gucken wir, ob die Prophetin noch was sagt. Ich, können wir weitermachen? Natürlich. Sicher gibt es Fragen, ja, eine Menge. Ich zerbreche mir den Kopf über diese Vision. Wenn es Gandohar gelingt, Azirals Kräfte aus Kira herauszuziehen, und das ohne deine Mithilfe, dann hat er womöglich einen Weg gefunden, diese Kräfte zu kontrollieren. Es ist schwer zu sagen, solange wir seine Ziele nicht kennen. Worauf willst du hinaus? Das hört sich nach einem Plan an. Eins nach dem anderen. Sprich zunächst mit Gortarius, unserem Magier. Er wird dich über den nächsten Schritt deiner Reise aufklären. Darüber hinaus hat er den Auftrag, dich dorthin zu befördern. Mich befördern? Geh ruhig zu ihm. Er wird dir alles erklären. Benutze den Teleportstein, um in Gortanias Kammer zu gelangen. Okay, muss der Teleportstein hin? Irgendwo im Inventar? Magie-Inventar, da muss er hier wohl sein. Nein. Das ist keine Teleportsteinwaffen. Allgemeines Inventar, dann hat er den hier wohl hingepackt. Was sieht denn hier nach einem Teleport aus? Da ist eine Teleportplattform. Kann nicht in Innenräumen verwendet werden. Gewicht 1. Nein, ich will ihn doch nicht ablegen. So. Teleport. Gortarius Kammer. Gucken, ob das auch richtig war. Ziemlich dunkel und kalt. Wow. Also, bist du bereit? Klar. Tja, die Prophetin glaubt, ich bin es. Und schieß mal los, Digga. Hoffentlich klar. Weiß sie, was sie tut. Ich weiß alles. An deiner Stelle würde ich mir darüber keine Sorgen machen. Ah, blinde Vertrauensseligkeit. Ein wirklich interessanter menschlicher Zug. Nicht selten führt er zur Niederlage. Aber es wird euch trotzdem nie gelingen, diese Schwäche zu überwinden. Die Geschichte der Menschheit strotzt geradezu vor Beispielen. Hör zu, lass uns einfach weitermachen im Text. Sicher, aber es gibt etwas, das du wissen solltest. Der Teleport wurde bei der Befreiungsaktion beschädigt. Ich habe ihn repariert, aber zuverlässig funktioniert er nur über kurze Entfernungen. Dein Ziel ist eindeutig zu weit weg. Zu riskant? Der Leitstein fehlt. Er sorgt dafür, dass die Richtungsströmung nicht gestört wird. Nur, er ist während der Reparatur verschwunden. Ich habe ja die Groms in Verdacht. Diebisches Gesindel. Um es kurz zu machen, wir brauchen diesen Leitstein. Dann werden wir ihn wohl suchen müssen. So ist es. Gibt es noch andere Leitsteine? Hast du eine Idee? Hast du eine Idee, wo er sein könnte? Er ist verschwunden, als ich an dem Teleport gearbeitet habe. Das war in der Nähe der Brücke. Auf der anderen...